Servus, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück. Oder, wo ist das zurück eigentlich? Bei der ersten Folge, beim ersten Let's Play vom LS22 auf der Ehrengrad zusammen mit dem, also so wie eigentlich schon standardgemäß, zusammen mit dem Lukas. Hallo, hallo Berger. Yeah. Ja, also es ist jetzt ja schon, warte, was haben wir jetzt? Es ist 2 Wochen, oder? Nein, 3 Wochen schon. Ja, 2 Wochen. Klar, oder 3 Wochen. Nein, 2 Wochen, ne? Also jetzt ist die 3. Woche, glaube ich, was läuft. Ja, genau, das wird sein. Ja. Ui. So irgendwas, ja. Also, ja, und wir haben dabei eigentlich nicht gleich spät, weil wir am Anfang dazu gekommen sind, wegs arbeitstechnisch. Bei uns liegt ein bisschen viel Schnee, war ich durch unterwegs. Der Lukas hat meistens nachher, wenn ich Zeit gehabt habe, die falsche Schicht gehabt. Und ja, es war auch ursprünglich geplant, es ist noch geplant, mit dem Mane, aka Gaming Life, noch ein Projekt aufzunehmen. Es ist jetzt die Frage, ob wir oder wann wir das machen, oder ja, ob wir es machen. Also wir machen es auf jeden Fall. Die Frage ist, machen wir es jetzt dann schon auf eine von den Maps, was es gibt, oder machen wir es auf, ja, auf einer Mod-Map, aber das kann noch eben noch dauern. Deswegen haben wir gesagt, starten wir für uns standardmäßiges, normales Projekt auf der Ehrengrad, weil, ja, genau. Jetzt hat es ihm ausgelegt, jetzt lassen wir. Ja, aber wir starten einfach auf der Ehrengrad, weil es eher unser Gebiet noch spiegelt. Wir sind halt trotzdem eher, ja, wir spielen nicht unbedingt amerikanisch. Wobei man sagen muss, die Maps, die französische, das war unser erster Gedanke, auf der französischen, leider wollten wir die fürs andere Display nehmen. Deswegen ist die Frage, ob wir es eben doch noch auf der französischen machen, weil die Maps dieses Mal wirklich schön geworden sind. Ich meine, die Ehrengrad war eh schön. Also, die finde ich eigentlich richtig schön. Die ist ja schön, ja. Wir haben zu Beginn, so wie immer, wir haben jetzt halt diesmal die Serverhilfe gebaut, weil, ja, gibt's keinen. Richtig. Genau. Ich kann auf der Karte noch mit sagen. Wir haben mal wieder Lothar nehmen, genau. Das wollte ich auch sagen. Lothar nehmen Hengst. Auf der Lukas ist da bei Feld 24 und hat sich da eh schon einiges gekauft, wie man sieht. Und ich bin da auf Feld 14 und hab mir da oben die Wiesen gekauft, im Berg. Und ich bin ein bisschen kleiner gehalten als der Lukas, ja. So schaut's aus. Ich muss es sowieso. Musst du? Ich muss es sowieso ins Unternehmen gehen, weil ich muss irgendwie dreschen. Du auch. Also. Ah ja, muss ich was dreschen? So bin ich da eigentlich auf meiner Felder. Genau. Ich muss jetzt schnell 4 Lohnunternehmen. Hafer, okay, und unten 23 Kartoffeln. Okay, das 23er Feld werde ich sowieso ummachen, aber die 25, die können wir noch schön verkaufen. Wenn wir schön abdreschen und dann ins Silo reinhauen, dass wir es verkaufen können. So machen. Oh. So. Ich bin Magier. Das sieht man jetzt in den Bergen seiner Aufnahme, meiner nicht. Zumindest sieht man jetzt an rein gar nichts. So. Ich schau. Und ich schau dabei. Dann brauchen wir noch einen weißen Schneidwerkstisch. Oh, das passt. Au. Und einen Schneidwerkswagen. Brauchen wir natürlich auch noch. Was hast du für einen Drescher gekauft? Bitte Klaas, bitte Klaas, bitte Klaas, bitte Klaas, bitte Klaas. New Holland. Geh da. Nein, das ist der falsche, den da mal kaufen. Genau. So. Also, es gibt sehr viele Neuerungen im LS22, als ich am Anfang gedacht habe. Aber ich finde, die geilste Neuerung ist wirklich die, man muss nicht mehr, wenn man jetzt zum Beispiel, ich möchte beim Berge etwas machen, gell? Der auf einmal wieder Harald Hufschmidt hast und jetzt wieder Berge. What the fuck? Hä? Wenn du im Drescher drin sitzt, hast du Harald Hufschmidt und wenn du aussteigst, hast du Berge. Obwohl man im Drescher normal keine Normann sieht. Okay. Ah! Hoppala. Okay, weird as hell, aber beste Neuerung, was ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt Lohnunternehmerstatus den Maschinenring geben, ja, braucht keiner von uns, oder ich gebe Berge, braucht keiner von uns, oh, die kann ich endlich wieder wegnehmen, ja. Ich brauche dauer kein Lohnunternehmer. Es braucht keiner mehr im Hof sein, man kann die Höfe extern anklicken und so machen. Also das ist einmal schon eine coole Neuerung. Und zum Beispiel... Ich hoffe, dass das mit dem Sound jetzt passt bei mir. Okay. Oh, das wird sich gar nicht ausgehen. Wart, bleib stehen. Wart. Passt ganz knapp. Ah, es geht nicht aus, scheiße. Ich muss mit dem Traktor holen gehen. Okay, wir müssen was mit dem Traktor machen. Hilft nichts. Kuppel wieder ab. Mach ich. Hab ich schon. Ich wär einmal den Helfer auf. Soll ich mit meinen kommen oder? Was machst du jetzt? Wollen wir zuerst bei dir drehen oder willst du erst bei mir? Mir ist wurscht. Mir ist es auch wurscht. Ich hab heute gedacht, ich werde jetzt schon mit dem 700er Arbeit blasen, weil der kann 50 km/h fahren. Wait a minute. Hä? Ich hätte das echt eigentlich helfen können, ne? Warte das mal. Not really, oder? Das genau, ja, ich bin im falschen Hof. Ich muss auf meinen Hof immer. Lol. Ja. Jetzt geht auf, Alter. Jetzt habe ich mir schon gedacht, hey, was ist denn jetzt los? Na, dass ich mit dem 700er Fan schnell das Schneidwerk holen fahre, das meine ich. Ja, und dann kannst du auch gleich später nachher zu dir kommen. Ja, passt. Genau. Ich wär schnell. Ja, mein Hof, kurz im Traktorüberblick, ich gleich vor. Traktoren hab ich an 724er Fan und an 314er. Da es leider nur einen Steier gibt, der aber ultra geil in dem Sinne ist, aber ich hab mir gedacht, naja LS, naja Sitten, ich fang an mit Fan. Das war das, was ich mir gedacht hab. Ja.
Ich hoffe, soundtechnisch und so passt alles bei mir mit dem LS. Und ich hoffe, es passt auch die Ansicht mittlerweile. Weil, das kann ich jetzt einmal sagen, den LS19 habe ich im Fenstermodus gespielt, deswegen war die Auflösung das ein bisschen schlechter. Aber den LS22 spiele ich im Vollbildmodus, weil ich finde, der hat das verdient. Natürlich fahre ich da mal auch in einen Zaun rein vom Nachbar, Entschuldigung. Und bei OBS habe ich es halt jetzt richtig eingestellt, dass alles passt, 60 FPS-Aufnahme, es muss alles passen. Und deswegen, ja, das wollte ich einmal erwähnt haben, weil der LS22... Erneuerung hasse ich am LS22 und das sind die Autos. Boah, die Bremsen, also die Autos, es ist halt, ich sage, warum das so ist, das ist einfach, weil die Autos, wenn sie so schnell fahren, reagieren sie später. Allerdings ist das jetzt nicht schlecht, dass sie so schnell fahren, sehr besser. Das Coole ist, es gibt ja natürlich jetzt einen semi-automatischen Helfer, wie er von Giants genannt wird. Warte, ich muss das Lucky Bar genommen. Und der ist ganz interessant, weil... überstellen kann, so wie jetzt gerade einen Drescher überstellt habe. Und ja, man sieht da wieder, wir haben natürlich gleich automatisches Ankuppeln aufgetan, wir haben realistische Kabinensicht wieder aufgetan, die sind gleich innerhalb von einer Woche gekommen, die Mods, deswegen habe ich das ziemlich bald einmal auf unseren Server getan. So haben wir jetzt Traktor gestalten. Ja, ich habe auf jeden Fall einen M4710 von Marcel Ferguson und einen 5S 140 oder 145 und ja, das sind meine Traktor. Ich habe vom Prinzip her habe ich es ziemlich gleich den Hof, also eben, weiß nicht, wie du das mit den Vieh haben willst, ob du jetzt auf Milch gehst oder wie. Ich gehe auf jeden Fall auf Milch am Anfang und habe inzwischen schon 30, pardon. Ja, genau, Hühner habe ich auch, aber da war ich nur 3 Hühner, weil ich kein Futter habe. 25, ich bin bei einer Fahrt vorbei. Der Zaun hat keine Kollision, was? Auf jeden Fall bin ich bei 25 Kühen momentan. Hab schon ein bisschen Futter gekauft am Anfang, damit ich das schon einmal. Mit der mit Böll. Überleben da. Mann, wir werden mal die Zeit ein bisschen feststellen auf 0,5 mal 5, genau. So muss ich sagen. Bin aber hergeblasen, dass du das aber anders sprichst aus der. Hast du mir auch schon Lohnunternehmer gesetzt bei meinem Hof und Maschinenring? Oder vom Lohnunternehmer? Ja, ja. Du musst den Maschinenring noch, den Dings noch Lohnunternehmer geben. Ja. Weil normal, weil ich gerne haben den Maschinenring. Maschinenring. So, ja, die ganze Zeit Maschinenring. Ja, wenn man es gewohnt sind. Aber ja, du bist kein Unternehmer. Okay. Ja, wenn man es gewohnt sind halt. Wir spielen mal wieder von den Spüleinstellungen her. Kannst du ja mal sagen, wir haben mal die Jahreszeiten natürlich ein, ist ganz klar, wenn wir sowieso immer mit der Jahreszeit spielen, auf 2 Tage pro Monat. Pflanzenzerstörung kann man ausschalten. Unkraut haben wir auch ausgeschalten, so wie immer. Das werden wir vielleicht in den nächsten Projekten ändern. Jetzt hast du wieder bergauf an. Und ja, das ist ja klar. Als wird dann nochmal umgezackt oder was in der Maschine. Ja. Okay, blöd. So, aber das muss ich machen, ja. Was bleibt stehen? Topfel, ne? Hab ich, passt. Dann stell den Phantom ab, so wie jetzt dabei machen. Du kannst eigentlich dreschen. Okay. Ich möchte nur kurz probieren. Vergiss nicht, Strom musst haben, gell? Ja, ja. Du machst keinen Strom, du, das war jetzt passt, ja. Jetzt die quer rein kannst du hexen. Quer rein? Die quer. Da die kurzen, ne? Okay. So, ich werde aber mir mein, genau 145, so heißt der. Ich werde mir den Traktor aber schnappen, die Polen zu behängen und nachher gleich mit Polen mal anfangen, Strom pressen. Boah, diese Einzugs. Animation jetzt da vorne. Ist echt cool. Perfekt. Jetzt noch mal ein bisschen Dreschen für einen Berg. Passt schon. So, die muss natürlich dann der Wirtschaftssimulator aktiv spülen. Und nicht nur uns zuschauen. Weil es überhaupt so Leute gibt, weiß ich. auf jeden Fall, es ist natürlich, wie gesagt, einiges dazukommen, wenn man in dem LS19-Video schon drüber geredet. Ja, man, außer das, was offensichtlich ist, wie Seasons und so, sind natürlich einige andere Sachen auch dazukommen. Was ist da jetzt eingestellt? Ablegen, anschalten, na boah nicht. Das Coolste, was ich finde, ist, das ist, also was dazukommen ist, eines der besten Sachen ist wirklich, das Crossplay. Was du mit PlayStation, Xbox und PC Leute zusammenspielen kannst. Das finde ich eine Neuerung, die hätte schon im 19er da sein sollen. Weil es gibt ja Leute, die spielen halt nur auf PlayStation in LLS oder auf Xbox und die können halt jetzt mittlerweile mit den PC-Spielern halt zusammenspielen. Das ist schon eine coole Sache. Kann man jetzt gerade darstellen, wenn man schaut, allein da in der Presse, die ganzen Ketten und alles, also es ist einfach alles viel schöner geworden. Es ist natürlich noch nicht perfekt, aber. Also was heißt perfekt, das ist ja viel perfekt. Ich steck fest. Aber man sieht, es schaut ziemlich original aus. Ja. Und auch die Pollen sind um einiges, also sie schauen jetzt wirklich aus wie Pollen und nicht wie man mit dem Stroh was weggestellt. Also ja, das ist sehr interessant. Ja. Die Bodentexturen natürlich auch, wenn man da so schaut, das ist schon, also das ist ja um einiges besser. Und von den Pflanzen selber hat sich jetzt nicht viel getan, es ist halt einfach dichter.
Aber das gibt natürlich viel aus. Man kann Traktor schalten. Ja, das ist natürlich auch. Man sieht das jetzt beim Lukas, sieht man es nicht, aber bei mir, beim Clan. Ja, ich müsste das ja alles wechseln. Was haben wir jetzt an? Haferpreis. Geht auf, hört sehr gut. Dann wollen wir zum Supermarkt fahren einfach. Ah, oder zur Mühle. Also der geht da oben. Ah, nein, zum Supermarkt, da ist mehr draus. Also eins kann man sagen, Leute, die was keine Tastatur, die was nur Tastaturspieler sind, aber trotzdem schalten nicht, schaltet die Kupplung aus. Also, man muss es nicht, ne? Es ist halt ist leichter halt dann. Ein bisschen anstrengend noch mit der Kupplung. Also, was heißt anstrengend? Es ist, ja, es ist halt, du musst dir erstmal denken. Und das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt gerade so dahin spüle und irgendwie gerade im Stress bin oder so, dann muss ich die ganze Zeit kuppeln. So kann ich allerdings ab und zu auch mit einem Herren Rangweg fahren und wirken Traktor nicht erstmal. Das ist eher das Problem. Problem ist es nicht, das ist halt sehr realistisch, aber kommt immer drauf an. Auf jeden Fall, ja, man sieht meinen Hof, ich habe da meinen Kuhstall, kleine Halle, Werkstatt, natürlich auch Zusatzkühlebehälter, weil man muss ja da jetzt an bei Tieren zum Beispiel produzieren kein Mist, außer man Produkt platziert. Bei Siloerweiterungen am Misthaufen. Ich brauche allerdings, oder will allerdings kein Mist. Ich habe jetzt einfach ein Gülle-Lager platziert, dass ich mehr Gülle reinkriege, als wie sie. Oh, sorry, mein Kühl. Sie sind das. Also man sieht jetzt auch, ich habe braun Swiss heißen die, die heißen echt auch so. Und man kann, wenn man jetzt so wie bei mir sieht, die habe ich den ältesten gekauft, weil die geben schon Milch, die geben glaube ich noch keine Räder. Das ist so ein Neugeborenes, das ist so ein Halbwüchsiger. Und also im Prinzip, wenn man jetzt die Kühe hat, Mutterkuh hat gespült, man kauft die Kuh, die kriegt der Kolb und mit 12 Monaten kann man es verkaufen, weil so, dass du einen angemessenen Preis dafür kriegst, sagen wir mal so. Limousin und Angus sind für die Fleischproduktion, so muss ich sagen, und Holstein und Grand Suisse sind für die Milchproduktion. Ja. Sie haben allerdings das Fleckvieh ausgenommen, wahrscheinlich weil sie eine Zwei-Nutzungsrasse ist. Deswegen. Ja. Es geben natürlich auch die anderen, also die anderen geben natürlich auch, also die da geben natürlich auch Milch, so ist es nicht der. So, die Frage, was ich mir stelle, glaubst du, werden Modder andere Kuhrassen einfügen und fangen werden? Ich weiß gar nicht, ob das geht. So, du bist jetzt ein schon wieder ein Stück weiter, dann konnte ich jetzt ein Einmal um du bin essen. Jetzt erwähnt, hat er ausgeschalten. Ja, genau. Ich wäre auf jeden Fall, wenn wir jetzt sind. Wenn wir müssen jetzt sind. Im August, der ist leider ein Tag lang, gell. Das ist jetzt blöd. Ja, ist wurscht. Weil ich möchte gerne einmal noch Hei machen oben am Berg und da unten noch zweimal Silo machen, dass ich am Winter komme. Dann machen wir auf zwei dabei. Ja, ist ja wurscht. Kann man im September auch noch Hei machen. Ich meine, das kann man prinzipiell. Solange es warm ist, heimmachen. Aber wir haben ja, dadurch, dass wir Jahreszeit haben, kann man sagen, circa bis September kann man heimmachen. Ja. Die Pollen haben sie echt super hinkriegt jetzt. Also was ich cool am LS finde dieses Mal ist wirklich, wir haben immer so verschiedene, so wirklich so richtige Landwirtschaftsfarben immer gehabt, weißt du? Der 15er war ein bisschen am Rot, der 17er war grün, der 19er war gelb, gell? Weil ich finde es halt cool, dass sie beim 22er sich gedacht haben, na, wir gehen komplett Bananas und machen mal blau. Ich finde die blauen Armaturen oder das ganze Blaue finde ich voll cool im LS dieses Mal. Ja. Soll ich noch einmal umatmen oder? Nein, echt, ist ja genug Platz außen rum. Ich den Ballen da hinten ablegen, weil sonst dann wird da der immer im Weg sein. Nein, ich hab nichts ausgelassen. Ich hätte fast was ausgelassen. Ja, im Großen und Ganzen auch der Einzug bei der Ballenpresse und also die Animation um einiges besser. Ja, es hat sich schon ein bisschen was getan. Also es ist nichts passiert, ja. Wie viele erst am Anfang gedacht haben? Ich muss sagen, spieltechnisch, gameplay-technisch, haben wir es einmal. Ja, so. Dann wir probieren, also wir tun schon einiges, also wir haben schon einiges ausprobiert, aber im Prinzip, so wie die Gewächshäuser und das, man wahrscheinlich werden wir es schon hin und wieder benutzen, aber eher in den Let's Plays werden wir wieder so wie gehabt spielen wahrscheinlich, die meiste Zeit, da werden wir sicher nicht, sagen wir, ich werde sicher nicht so viel weiter sehen, da man sagt, okay, wir gehen wir haben einen Weinhof, kommt davon, was für Maps gibt. Mhm. Das ist jetzt dabei das Problem beim LS22. Wir haben ja dabei noch keine coolen Mod-Maps, wo man halt coole Sachen ausprobieren kann, so wie jetzt zum Beispiel da im LS22, was man halt alles ausprobieren kann, was jetzt zu der Map passt. Man hat jetzt dabei nur die französische, die Ehrengrad und die amerikanische. Deswegen haben wir erst gedacht, okay, wir fangen mal bei der französischen an, weil da können wir wegen dem Gebiet, könnte man Weinbau machen. Nur dann in der haben wir uns wieder umentschieden, doch erst dann auf einmal auf die amerikanische zu gehen. Dann haben wir aber gesagt, na. Und dann haben wir uns im Endeffekt entschieden,
Das ist ein normaler Let's Play, also was ihr von uns zwar gewohnt seid, auf der Ehrengrad zu starten und das, was wir mit dem Gaming Live geplant haben, auf der Operion. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, weil wenn man das so ausspricht, wie es liest, dann hört sich das komplett komisch an. Deswegen. Okay, ja, genau. Genau. Eigentlich hast du ja schon gesagt, so ist es geplant. Wir haben eigentlich, oder ich habe eigentlich den Plan auch da. Ich denke aber, dass wir gar nicht so lange auf der Ehrengrad ist unser normales Let's Play. Wir haben jetzt auch vor, eigentlich, wenn du es so ausrechnest, wir haben gesagt, jeden zweiten Tag und abwechselnd. Gell? Ja, stimmt. Wie wir es auf der Holzer-Map gehabt haben, werden die Let's Plays kommen. Zu Beginn. Jetzt habe ich zum Schluss. Wann laden wir das Video hoch? Hey, was der Tag der Aufnahme ist, der 8. Hast du gesagt, Samstag. Samstag, ja. Ich habe ein Problem. Was denn? Ich bin voll und stehe jetzt komplett beknackt. Wie viel kriegst du eigentlich? 9.300. In den Tank rein, oder? Ich krieg nur 8.000 in den Schieber rein. Okay. Jawohl, so einen Punkt haben wir mal abgelassen. Ja, auf jeden Fall ist es so geplant, dass man bis, je nachdem, was für eine Maps als erstes kommt oder ob eine interessante Map kommt, wollen wir natürlich wieder umsteigen auf eine Mob-Map. Im nächsten Jahr, wenn wir natürlich da fertig spielen bei. Die Map spielfähig, genau. Das Jahr ist nicht mehr so lang. Genau. Und wir haben also unsere Überlegung war es, Unsere Überlegung war es halt auf Good Age, dass wir zur Hauptdeckung können. So, ich muss jetzt gut. Ja, unsere Überlegung war es, dass wir halt die App also jetzt ein paar Monate mal durchziehen und das auch streamen nebenbei, das wird halt das Interessante. Und ja, genau, weil ich möchte eigentlich heute schon das streamen, wenn wir davon noch fertig sind, noch einen Tag machen. Oder abends. Ja. Natürlich ruft er jetzt an. Und genau, so ist der Plan. Aber wir werden ja, ab zu schnell fertig, dann habe ich auch noch was zu sagen. Genau, ja. Und wir werden noch im Laufe des nächsten Jahres ein Ice Let's Play anfangen, was wir das nächste Jahr auf jeden Fall durchziehen wollen. Natürlich immer so, dass wir, ich habe halt so gedacht, dass wir es bei dem machen, pro Kanal ein Video in der Woche und Stream, weil wir werden ja so, oder beziehungsweise. Zwei Videos pro Kanal, so muss ich sagen. Vier Videos in der Woche. Ja. Und ja, genau, so habe ich das gedacht, dass wir es dabei machen. Ja, auf jeden Fall, was ich noch sagen möchte, wenn wir das neue Let's Play starten, ja, das auf einer Mod-Map, was wir haben. Und es gibt's aber wir starten mal das mit dem Gaming Live. Das wird, also das mit dem Gaming Live, das läuft trotzdem weiter, weil das wird eher so wenig Offscreen-Projekt-mäßig auch. Weil ich möchte jetzt nicht so full tief, stream. Ja, full stream und ich will halt noch nicht so viel ins Detail gehen, weil es ist eigentlich eine coole Idee, was wir haben. Aber wenn wir heute zum Beispiel, sagen wir die Weichen kommen zurück und wir fangen mal mit einem Weichen Let's Play und ist nur jetzt so ein Vorschlag, gell? Dann läuft das andere Projekt mit dem Gaming Live auf dieser anderen Map trotzdem weiter. Weil da haben wir eine Sache geplant, die kannst du nicht in ein paar Folgen verbocken. Da musst du echt viel spülen nebenbei. Deswegen, ich glaube, das könnte echt interessant werden deswegen. Weil das ist schon eine coole Idee, was wir haben. Und das wollt man jetzt so sagen, dass man pro Woche, also wenn das Let's Play startet, dass man in der Woche ein bis zwei Videos von dem machen, aber eher nur ein Video, so ein Update-Video, was ist in der letzten Woche auf dem Hof passiert. Was hat der eine gemacht, was hat der andere gemacht, was hat der gemacht. Und es wird da Videos auf allen drei Channels wahrscheinlich geben davon. Und ist eine coole Idee, was wir geplant haben. Müssen wir nur schauen, ob wir jetzt umsetzen können. Genau. Ja, ich würde aber sagen, wir lassen es für die Folgen, dass wir noch, ja, genau. Du musst ja, also, ja, auf jeden Fall. Ja, würde sagen, danke fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart bei unserer ersten Folge vom RS22 Projekt Ehrengrad. Und wir sehen uns dann bei wem als erstes? Bei mir. Als erstes beim Lukas am Kanal. In der nächsten Folge. Ja. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren, liken. Beim Lukas vorbeischauen. Ebenfalls das gleiche tun. Und wir sehen uns wieder. Servus. Servus.